Wie habe ich ihn nochmal gesprochen? Lass ja die Finger von dumm Esel. Oder so. Hey, Molga. Wenn ihr auch nur ein Haar krimpt, werdet ihr das bitter bereuen. Dummies ist nämlich mein Freund. Aha. So, der Kleine ist sein Freund. Wie niedlich. Erzähl es doch jemandem, den das interessiert. Sag, willst du dich im Ernst mit uns anlegen? Glaubst du etwa ernsthaft, dass du gegen uns gewinnen kannst? Mir soll's recht sein. Dann ziehen wir dich auch ab und verdoppeln unsere Ausbeute. Hey, Dummiesel. Hier steckst du also. Teddy. Hey, Doki. Puh. Da kommen wir ja gerade noch rechtzeitig. Dummiesel. Das von eben tut mir leid. Ich. Teddy. Na, was sagt ihr nun, ihr Maulhelden? Klopft ihr jetzt immer noch so große Sprüche? Das sieht doch schon ausgeglichen aus. Hahaha. Aha, Molga. Oder wie auch immer du Knecht dich auch nennst. Fühlt euch jetzt sicher, weil ihr uns zahlmäßig überlegen seid? Für dich ist der Kampfausgang also nichts weiter als bloße Zahnspielerei, ja? Herrje, die haben noch was in der Hinterhand. Wenn dem so ist, würde ich gerne wissen, was du hierzu sagst. Nun seid ihr an der Reihe. Ha. Oh Gott, was seid ihr denn? Hoch? Nein, Molga. Scheint ja ganz so, als hätte sich das Blatt zu unserem guten Gunsten gewendet. Tja, das größere Team gewinnt, nicht wahr? Das nimmt kein gutes Ende. Hey, Molga. Und ihr? Ihr werdet ebenfalls mitkämpfen. Ich werde ebenfalls mitkämpfen. Hab keine Angst um mich. Ich werde ganz furchtlos kämpfen. Wie wir es alle hier tun sollten. Dummiesel. 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 Ganzen Synchros. Ja, gut gesprochen, Dummiesel. Ja, weia. Offenbar seid ihr vollständig von uns umzingelt, nicht wahr? Schluss mit dem Gepränkel. Bringen wir die Sache zum Abschluss. Los, Jungs, aus hier mit Gebrüll. Nicht so schnell. Nee, nicht so schnell. Nanu? Wer ist denn das? Wer bist du denn? Viridium. Viridium. Ich weiß nicht, wie ich Dummiesel gesprochen habe. Galadriantri, sagtest du nicht eben noch, dass die Molga und seine Freunde umzingelt sind? Aber schau dich doch einmal um. Wer ist denn hier umzingelt? Strepoli! Strepoli? Und die beiden Praktibike. Hey hier, Gebrüder Galadriantri. Eddy und Doki sind meine Stammkunden, habt ihr verstanden? Er sollte ihnen etwas zustoßen. Er wird euch das teuer zu stehen kommen. Lasst euch das gesagt sein. Ihr solltet euch schämen, Dummiesels Glutgläubigkeit, alles klar. Gutgläubigkeit auf diese arglistige Weise auszunutzen, um ihn herzulocken. Widert euch euer eigener Anblick nicht im Spiegel eigentlich an? Ihr seid wirklich das Letzte. Pah! Als ob wir gegen euch, euren bunt zusammengewürfelten Haufen den Kürzeren ziehen würden. Freunde, sie greifen an. Denen werden wir eine Lektion erteilen. Boah, alles geiler Massenkampf. Okay, erstmal gegen das. Was ist das für ein Pokémon? Ich hab keine Ahnung, Drachenwut. Alter. Wir sind 2, 4, 6, 7 gegen. Nee, 8 gegen 2, 4, 6. Okay. Aber ich muss Dummiesel und so jetzt nicht heilen, ne? Nicht, wenn die sterben, ist das ganze Game vorbei. Das wäre doof. Das wäre echt schlecht. Ich kann die auch gar nicht heilen, glaube ich, ne? Okay, das erste ist besiegt. Oh, das zweite ist auch besiegt, sehr schön. Oh Gott. Teddy. Alter, Dummiesel, das war guter Damage. Okay, Dummiesel ist besiegt, alles klar. Kann ich jetzt auch mal wieder? Alter, Doppelkick. Oi. Das war ein nicer Damage, muss ich ja schon sagen. Paralysierte Initiative oder sowieso? Alter, ich komme nicht mehr hinterher. Ja, besiegt. Das letzte unten. Nein, oh Gott, oh Gott. Was ist das? Das war's. Nice. Ja, Nag.
Rettet sich Vakan! Alles klar. Erwartet die rückgratlosen Schwächlinge. Lasst uns hier nicht einfach so zurück. Und da greifen sie die Flucht. Gewonnen. Wir haben tatsächlich gegen die Schufte gewonnen. Das sollte diesen Gaunern eine Lehre sein. Super. Aber eine Sache verstehe ich trotzdem nicht so ganz. Wir reden hier um Schrepoli und Praktibike. Wie kommt es, dass ihr alle hier seid? Das habt ihr allein unsere liebenswerten Viridium zu verdanken. Sie hat uns gesagt, dass Dummiesel in Gefahr ist. Viridium hat euch zu Dummiesels Rettung gerufen? Nun, ich habe euch beide gesehen. Ich sah euch mit Morlord reden. Ich habe selbstverständlich nicht alles verstehen können, außer aus der Entfernung. Aber es hat gereicht, um eins und eins zusammenzuzählen. Ich verstehe. Es ist endlich vorüber. Dummiesel, geht es dir auch gut? Ja. Ihr habt mich gerettet. Aber ich war naiv genug zu glauben, auf diese Weise stärker werden zu können. Und so bin ich die Schnallungen auf den eingegangen. Was bin ich für ein Versager. Red doch keinen Unfug. Wir sind doch unterwegs bereits Zweifel an ihre Geschichte gekommen. Man könnte im Handumdrehen stark werden, oder? Ansonsten hätte sich wohl kaum mitten im Nimmersland mit dir prügeln wollen. Wer weiß, wie der Kampf aus ihrem Terrain ausgegangen wäre. Doch zum Glück bist du ihnen ja nicht so weit gefolgt. Und außerdem hast du im Kampf keine kalten Füße bekommen, sondern Tapferkeit bewiesen. Was in dir steckt? Dein tapfer bewiesen, was in dir steckt, Alter. Gut ab, Dummiesel. Von dir können wir uns eine Scheibe abschneiden. Hey, Gemolka. Bitte verzeih mir, dass du um jeden Preis stärker werden wolltest, ist ganz allein meine Schuld. Dafür möchte ich mich entschuldigen, aber die Welt ist voller arglistigen Gesellen, die danach trachten, schwachen Pokémon übel mitzuspielen. Hinzu kommt noch, dass du eben ein äußerst leichtgläubiges Pokémon bist. Und als solches wirst du es in dieser Welt nicht leicht haben. Hast du deine Lektion für dieses Mal gelernt? Man darf anderen nicht einfach so blind vertrauen, verstanden? Meinst du wirklich? Ich stimme dir zu, wenn du sagst, dass man nicht einfach jedem dahergelaufenen Pokémon blind vertrauen sollte. Aber das bedeutet doch umgekehrt noch lange nicht, dass man niemandem mehr vertrauen darf. Ist es denn grundsätzlich falsch, anderen Vertrauen zu schenken? Bedauerlicherweise wimmelt es heutzutage nur so von unehrlichen Pokémon, die Böses im Schilde führen. Aber wie soll sich denn je etwas ändern, wenn keiner den ersten Schritt wagt und auf andere zugeht? Nun, es ist kein Geheimnis, dass Dummiesel an Kraft fehlt. Er ist schwach. Aber er lässt sich nicht unterkriegen und er glaubt an das Gute im Pokémon. Und der Glaube versetzt bekanntlich Berge. Anderen Vertrauen schenken. Das Zeichen für mich wahre Stärke aus. Das ist zumindest meine Überzeugung. Teddy. Aus diesem Grund wollte ich dich, Dummiesel, und auch dich, Emolga, fragen, ob ihr Interesse hättet, unserem Team beizutreten. Oh ja, Emolga wäre cool. Wie bitte? Eurem Team beitreten? Genau. Ich möchte nämlich ein Paradies für alle Pokémon schaffen. Ein Paradies für alle Pokémon? Wir werden gemeinsam allerlei Abenteuer bestreiten und auch viele Schätze finden und so einen ereignisreichen Tag nach dem anderen miteinander verbringen. Das ist in wenig mein Traum von einem Paradies für alle Pokémon. Wow! Doch um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, brauche ich Freunde. Freunde wie euch beide zum Beispiel. Siehst du das nicht auch so, Doki? Keine Frage. Bist du dir auch ganz sicher? Willst du jemanden wie mich wirklich zu Freund? Aber gewiss doch. Ja, nun, wenn dem so ist, ja, dann möchte ich unbedingt dein Freund sein. Ja, was soll ich sagen? Solange Dummiesel einverstanden ist, bin ich auch mit von der Partie. Klasse. Vielen Dank, ihr zwei. Doki, wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft, unseren ersten Freund zu finden. Doki, Teddy, ich werde mein Bestes geben. Schaffen wir gemeinsam ein Paradies auf Erden. Tja, mir bleibt wohl keine andere Wahl. Ich werde ebenfalls alles geben. Auf ins Abenteuer. Yay! Freunde! Entschuldigung. Verzeiht bitte, dass ich euch unterbreche. Aber ich würde auch gerne um einen Gefallen bitten. Dürfte ich eurem Team wohl ebenfalls beitreten? What? Wie bitte? Unsere bezaubernde Viridium will dem Team von Doki beitreten?
Hä, was soll das denn auf einmal? Hast du nicht allen zu verstehen gegeben, dass du keine Freunde haben willst? Mahü, Mahot, wie? Mahü, Mahot, wie? So ganz nach Lust und Laune. Wenn du nur hergekommen bist, um uns auf den Arm zu nehmen. Dann nein, danke. Euch auf den Arm nehmen? Okay, ich verstehe natürlich, dass ich euch dieser Eindruck, aufdrängen mag, ja. Ich möchte mich nicht herausreden oder mein Verhalten entschuldigen, aber würdet ihr mich dennoch als neues Mitglied in eurem Team akzeptieren? Danke. Ich für meinen Teil bin bedient. Von mir aus kannst du die Kurve kratzen. Los, Teddy. Sag ihr, dass für jemanden wie sie kein Platz in unserem Team ist. Ich sehe kein Problem. Willkommen im Team. Was? Weshalb gestattest du dieser launischen Zimtzicke hier? Zimtzicke, alles klar. Unserem Team beizutreten. Ich werde das nicht dulden, niemals. Sag ihm, dass ich recht habe, Dummiesel. Du willst sie doch genauso wenig im Team wie ich haben, oder? Wie soll ich sagen? Das darf doch alles nicht wahr sein. Also, wenn du wirklich Teil unseres Teams werden möchtest, dann musst du uns vollkommen vertrauen, hörst du? Wir müssen uns aufeinander verlassen können. Hältst du das für möglich? Ich werde mein Bestes geben. Damit wäre die Sache geklärt. Von heute an gehört Viridion zu unserem Team. Dankeschön. Tickst du noch ganz richtig, Daddy? Wir haben doch ganz klar Nein gesagt. Jetzt sei doch nicht so. Was willst du denn überhaupt mit in unserem Team? Entschuldigung. Es war für mich halt das erste Mal, dass jemand mein Freund werden und dem Team beitreten wollte. Ich war so glücklich darüber, dass ich gar nicht weiter nachgedacht habe. Also ehrlich, ich habe selten eine dämlichere Erklärung gehört. Geil. Nun gut. Es hat ganz den Anschein, als hätten sich die Gemüter meinetwegen ein wenig erhitzt. Aber ich bin dennoch froh, eurem Team fortan mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können. Dann werde ich mich jetzt erstmal auf den Heimweg machen. Ist das cool. Strepoli. Ja, meine Liebe. Weißt du noch, was du mir vorhin gesagt hast? Oh. Viridium suchte Strepoli auf, um ihn zu bitten, Dummiesel zu retten. Was, Dummiesel? Ich habe verstanden. Du kannst dich auf uns verlassen. Herr Boss, wir kommen natürlich auch mit. Meine Güte, warum muss er immer jedem sofort vertrauen? Er ist in der Kargschlucht. Folgt mir schnell dorthin. Nicht so schnell. Meine liebe Viridium, du scheinst den Glauben an diese Welt zwar schon fast verloren zu haben. Aber lass dir eins gesagt sein, Doki und Teddy alleine sind. Nun ja, wie soll ich sagen, man darf die beiden nicht unterschätzen. Hä? Ich war genauso, genau wie du, meine Kleine. Ich hatte den Glauben an das Gute verloren. Im Unterschied zu dir jedoch habe ich den Bogen überspannt und Dinge gemacht, auf die ich beileibe nicht stolz bin. Um genau zu sein, war ich noch bis vor kurzem ein ziemlich mieser Schuft. Aber all das ist nun vorbei. Seit ich diesen beiden kleinen Rackern begegnet bin, hat sich meine Sicht der Dinge grundlegend geändert. Jedes Mal, wenn ich die beiden ansehe, dann überkommt mich das Gefühl, dass diese Welt mir doch eine zweite Chance verdient hat. Okay. Ich glaube, ich verstehe jetzt, was du mir damals sagen wolltest. Hä? Was soll ich gesagt haben? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Du bist ein schlechter Lügner. Aber was soll's? Nun, ich hatte zwar nicht vor, mich länger als nötig in Rastatt aufzuhalten, aber andererseits hätte ich nichts dagegen, noch etwas länger hier zu bleiben. Wenn ich hier bleiben sollte, würde ich es vielleicht finden. Dieses besondere Etwas, nach dem ich suche. Ist klar. Speichern wir? Ich spiele noch ein bisschen weiter. Am nächsten Morgen. Cool. Wir sind die Mitglieder. Guten Morgen, Doki. Ich bin immer noch überglücklich wegen gestern. So viele neue Freunde. Gleich drei auf einmal. Zusammen mit uns beiden macht das jetzt schon 5 Paradiesbewohner. Und da wir jetzt mehr als 4 sind, können wir uns als Team anmelden. Team? Ja, das Abenteuerleben ist nicht leicht. Und genau dafür wurde dann auch die Abenteuergilde gegründet. Abenteuergilde? Genau. Klingt etwas altmodisch, kommt aber nie aus der Mode. Die Abenteuergilde macht das Abenteuerleben viel sicherer. Und sobald man mindestens zu 4 ist, kann man sich als Team registrieren lassen. Die Abenteuergilde unterstützt einen dann zum Beispiel mit Items. Doki, Teddy. Oh, das klingt nach Dummiesel. Sieht aus, als wären alle hier. Alles klar. Philippe. Guten Morgen alle zusammen. Guten Morgen.
Hey, guten Morgen. Moin. Moin. Moin, Doki und Teddy. Hör mal, Teddy. Ja, ich glaube, Philippe hat Post für dich. Philippe hat dir einen Brief übergeben. Die Philippa-Post ist also immer noch da. Oh, schön. Herrlich. Es ist ein Brief von der Abenteuergilde. Im Ernst, was steht drin? Dann wollen wir mal nachschauen. Hier steht, dass wir uns als Team registrieren lassen können. Wenn wir den Namen unseres Teams hier eintragen und das ausgefüllte Formular an den Absender zurückschicken. So steht es hier zumindest geschrieben. Wir gründen also echt ein Team? Ja. Ich hatte bereits einen Antrag gestellt um die Zusendung der nötigen Dokumente gebeten. Wer hätte gedacht, dass uns die Antwort zu schnell ins Haus flattert? Ja, es ist doch perfekt, oder? Als Team bekämen wir dann noch Abzeichen verliehen, die uns bei unserem Abenteuer bestimmt nützlich sein könnten. Wenn dem so ist, dann sollten wir uns ganz schnell einen Namen ausdenken. Ja, da hast du vollkommen recht. Die Super Emolgas, na, klingt das nicht fetzig? Der Name hat was. Doki, was wäre deiner Meinung nach ein passender Name für unser Team? Ich finde, du solltest uns einen schönen Namen für uns aussuchen. Hey, was und mein Vorschlag? Was wird denn jetzt aus den Super Emolgas? Ein geeigneter Name für unser Team. Da werde ich gleich mal ein wenig meine grauen Zellen anstrengen. Ich glaube, ich mach's wie in allen bisherigen Pokémon Mystery Dungeon Teilen und ich nenne unser Team Team Pokepakt. Ich habe erst überlegt, okay, soll ich das Team Wanna Eat nennen, weil das ja irgendwie so unser, ich nenne es gerne Crew-Name ist, so, auf dem Discord. Unser Discord heißt Wanna Eat und so, und auch sonst bei League of Legends und anderen Spielen heißt halt unsere Gilde, Clan, was auch immer Wanna Eat. Und ich habe mich jetzt aber doch für Team Pokepakt entschieden. Denn Team Pokepakt, es passt besser zu Pokémon auch, finde ich. Team Poke... ABC. Team Poke... Pakt. Nicht Pax. Team Pokepakt. Ich weiß nicht warum, aber dieser Name gefällt mir für Mystery Dungeon richtig gut. Das war ja der Standardname. Für Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel, Zeit und Dunkelheit, soweit ich weiß. Und seitdem habe ich den halt in jedem Mystery Dungeon Teil eigentlich benutzt, immer Pokepakt, weil ich den ziemlich cool fand. Und ja, es passt halt zu Pokémon und die Pokepakt, das ist knackig und bleibt hängen, finde ich. Oder nicht? Ich finde, das ist super. Den Pokepakt, richtig? Ja. Pokepakt? Naja, warum eigentlich nicht? Nehmen wir eben Pokepakt. Doch, der Name gefällt mir. Das wäre somit beschlossene Sache. Mir gefällt er auch so gut. Ich habe auch nichts dagegen einzuwenden. Nicht wahr? Der Name passt wie die Faust aufs Auge. Wir sind also die Super Emolga. Was? Moment mal, ich glaube, ich spinne. Ihr habt mir überhaupt nicht zugehört. Emolga, Alter. Geiler Charakter. Ich feiere das Pokémon. Ich feiere den Charakter jetzt schon, ey. Damit wäre das also entschieden. Vom heutigen Tage an. Laut unser Name als Team Pokepakt. Juhu! Hier, ein grünes Licht von mir. Mäpfe, als ob ich eine Wahl hätte. Doki. Geil. Teddy hat den Namen eingetragen und Pelipper das Formular zurückgegeben. Vielen Dank, Pelipper. Geil. Pokepakt. Mein herzlichen Glückwunsch. Schön zu sehen, dass es mit eurem Abenteuer nun endlich losgehen kann. Morlord. Um die Gründung eures Teams gebührend zu feiern, habe ich noch ein Geschenk für euch. Ja, noch eins. Morlord, du verwöhnst uns. Folgt mir. Cool. Morlord ist auch ein cooler Charakter eigentlich, ne? So komplett stumpf irgendwie. Finde ich aber nice.